So, willkommen Flieger. Willkommen Flieger zum nächsten Teil der Flugschule für Bruchpiloten. Und heute wollen wir wieder ein bisschen Spaß haben, deswegen nehmen wir uns die Heinkel 51 C1, die dritte Maschine der Reservemaschinen von den Deutschen. Stellen das so ein, wie es hier steht, und starten. Das hier, wir schauen uns nochmal die Maschine von außen an. Und die Map. Wir haben hier rein, wir haben hier die Ruhr. Und naja, Dortmund, Essen, Bochum, Gelsenkirchen, das sollte man kennen. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir ein bisschen Spaß haben können, weil privates Fliegen oder ziviles Fliegen ist eine Sache. Militärisches Fliegen, Herr Flieger, ist Präzision. Und deswegen werden wir heute ein paar Übungen machen, wie wir diesen guten deutschen Präzisions-Luftakrobatik, Luftsport üben können. Und dafür gucken wir mal. Wir lassen die Maschine an. Betreten das Cockpit und machen alles so, wie wir es gelernt haben. Wir geben Gas. Vorsichtiger Druck auf die Nase. Steigen erstmal. Sobald wir abgehoben haben, schauen wir erstmal, was wir hier haben. Wir haben hier eine wunderschöne deutsche Landschaft. Und wenn ich sage, dass militärisches Fliegen Präzisionsfliegen ist, dann meine ich das so. Dann wird nicht auf Sicherheit geflogen, es wird einfach mal probiert, wie wir das Ding wirklich fliegen können. Und diesen Flug, den üben wir. Es gibt übrigens ein paar kleine Tricks. Ich habe bisher beigebracht, wie man sicher fliegt, wie man zivil eine sichere Kurve fliegt. Und dann gibt es noch diese andere Kurve, die unten anfängt, nach oben hochgezogen wird, die Energie sozusagen in der Höhe verbraucht und dann in der Höhe wieder runtergezogen wird. Diese Energie, diese Art von Kurve nennt sich High Jojo im Englischen, also. Aber diese hochgezogene Kurve verbrennt nicht so viel Energie. Also praktisch, wenn man solch eine Kurve fliegt wie diese hier, dann seht ihr, dass meine Geschwindigkeit, die normalerweise, jetzt geht sie auf 140, 147 runter, wenn ich gerade fliege, ich nehme jetzt mal irgendwie so ein schönes Dings hier und zeige das einfach mal, wie das ist, wenn ich eine Kurve fliege, und zwar am Flugplatz. So, wir fangen an. Gehen praktisch über die Landebahn und ich zeige einfach mal, wie stark der Unterschied ist. So, wir fliegen hier mit 200 Sachen. 213, 16. Ich habe so auf 60% geschaltet, um das jetzt nicht zu krass zu machen. Und jetzt ziehen wir gleich einfach mal eine klassische gerade Kurve. Diese Kurven zu fliegen in Bodennähe bedeutet, dass ihr lernt, eine Kurve zu fliegen, ohne dabei Höhe zu verlieren. So, und wenn wir das so gemacht haben, seht ihr, dass wir auf 170 Stundenkilometer runter sind nach der Kurve. So, wenn wir einen sogenannten High Jojo fliegen, dann sieht das etwas anders aus. Das heißt, wir fliegen, sind wieder auf unserer Geschwindigkeit, ziehen hoch, sparen sozusagen unsere Energie auf, die wir haben, drücken den Schwanz mit dem Seitenruder rum, bis wir unten sind, fallen wieder runter. Und wie ihr seht, nach der Kurve haben wir fast dieselbe Geschwindigkeit. Wir haben praktisch keine Energie verloren. Seht ihr, 210 Stundenkilometer sofort. Das heißt, wir bremsen nicht runter. Das ist der High Jojo. Ich zeige euch das extra und ihr müsst das üben in Bodennähe, weil diese Sache muss präzis laufen. Ihr zieht hoch, zieht das rüber. Und wieder runter. So, und ich habe das die ganze Zeit ohne Headtracker gemacht. Nicht, weil ich euch das zeigen wollte, wie das ohne geht, sondern weil ich das vergessen habe einzuschalten. Und jetzt ist das mal eingeschaltet und ich zeige euch das nochmal, wie das aussieht, wenn man den Kopf bewegen kann, damit ihr eine bessere Orientierung habt. Wir gehen hier rein. Ziehen hoch.
drehen die Maschine um, indem wir Seitenruder geben. Ihr könnt es am Joystick sehen. Lassen ihn wieder zurückfallen. Und zurück. Wie ihr seht, ihr könnt das mit oder ohne Headtracker fliegen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber der Hi-Jojo ist eine deutlich bessere Art, eine Kurve zu fliegen. Bloß passt auf, ihr werdet sehr langsam dort oben. Das heißt, in dem Augenblick, wo ihr steigt und hinter euch ist jemand, gibt ihr ein wundervolles Ziel ab. Das heißt, es macht ihr, wenn ihr es im Luftkampf macht, diese Art von Manöver. Ja, und die hat auch eben seine Tücken. Man kann das schnell versengeln, das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Das könnt ihr hier am Flugplatz wunderbar üben. Immer wieder und immer wieder, solange bis der Hi-Jojo sitzt. Das ist ein Manöver, das ihr immer und immer und immer und immer wieder in der Praxis ausführen müsst. Und zwar wie im Schlaf. Und sowas sollte nicht passieren. Und wenn sowas passiert, erwarte ich, dass ihr das noch abfangt. Nicht wie ich. Crashboard. Das passiert aber auch mir. Und deswegen üben, üben, üben. Und deswegen machen wir das als Bruchpiloten. Neustart. Und wir wiederholen das. So, das nächste, was ich euch zeigen will, ist, dass ihr eure Maschine in jeder Fluglage zu kontrollieren lernt. Geht doch der Motor aus. Wie sieht das eigentlich? So. Starten wir wieder. Bringen die Maschine erstmal in die Luft. So. Das geht natürlich mit, das was ich euch jetzt zeigen werde, geht mit dem Doppeldecker nicht ganz so gut, weil der ein bisschen zickig ist, was Kraftstoffzufuhr angeht. Aber wir gehen ein bisschen hoch, drehen ihn auf den Rücken und jetzt halten wir die Höhe. Achtet drauf, wie ich die Höhe halte. Natürlich geht der Motor aus, das ist ärgerlich. Das heißt, wir müssen ihn wieder zurückdrehen, damit wir nicht abstürzen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht einen völligen Strömungsabriss haben. Das habt ihr ja gesehen, dass ich eben ein bisschen kämpfen musste. So, das sind Sachen, die ihr nachher mit anderen Maschinen können müsst, weil irgendwie zum Beispiel ein typischer Stoßbomberangriff sieht so aus. Also es gibt ein Manöver, das sich Split S nennt, das mache ich gerade vor. Das heißt, Split S sage ich schon, wie nennt sich das? Das nennt sich na, Abschwung im Deutschen, beziehungsweise irgendwie halber Looping nach unten oder wie auch immer. Jedenfalls, das ist einer von den Manövern, mit denen ihr zum Beispiel hineinstürzt in einen Gegner, der sich unter euch befindet. Ihr habt das den Höhenvorteil. Der ist unter euch, sagen wir mal, der fliegt jetzt gerade auf die Landebahn zu. Und ihr seht, dass er bald auf der Landebahn ist. Jetzt müsst ihr irgendwie eine folgende Sache wissen. Ihr müsst wissen, wie viel Platz braucht mein Flugzeug für dieses Manöver. So, sobald ihr seht, dass der Gegner unter euch ist, dreht ihr eure Maschine auf den Rücken, seht euch den Kerl an, Kraftstoff weg, ihr zieht ihn runter, zieht die Maschine hinter den Gegner. Und tacker, tacker, tacker. So, das ist sozusagen, das ist der Angriff von oben. Dann gibt es den Immelmann. Der Immelmann ist auch ebenfalls eine schöne Wende, die keine Energie kostet. Ihr macht einen halben Looping nach oben. Und dreht um. So, damit habt ihr eure Energie ebenfalls, genauso wie beim Hi-Jojo, habt ihr eure Energie behalten. Ihr habt keine also ihr tauscht, ja passt auf, die Sache ist die, wenn ihr ein Wendemanöver ausführt, dann kostet das immer prozentual zu eurer momentanen Bewegungsenergie, kostet euch das. Das heißt, wenn ihr, sagen wir mal, eine Maschine habt, die 10% der Energie verliert bei einer Kurve und ihr fliegt 100, dann verliert ihr 10 Stundenkilometer. Wenn ihr 400, 40, so. Und deswegen ist es teilweise besser, wenn ihr also ein solches Manöver fliegt, dass ihr langsam seid, wenn dieses Manöver stattfindet. Das heißt, wir ziehen nach oben,
Wir holen, wir werden langsam, speichern die Energie in der Lage, drehen uns um und haben die Wände durch ausgeführt und dabei auch noch Höhe gewonnen, natürlich Geschwindigkeit verloren, aber da das Prinzip von dualer Verlust ist bei dieser Geschichte, ist das nicht so schlimm. So, genauso gut kann man wegsteigen in einer Spirale. Das lässt sich irgendwie mit dieser Art von Flugzeug, die nicht so stark motorisiert ist, schlechter machen als mit einem stark motorisierten. Dieses Flugzeug fängt an wegzufallen. Aber man kann diese Spirale natürlich etwas flacher gestalten und man macht es dann, wenn man mehr Motorleistung hat als der Gegner, kann man dafür sorgen, dass der nicht folgen kann. Das ist in diesem Fall ein bisschen schwierig. Das ist irgendwie für spätere Maschinen, nicht gerade für Doppeldecker. Hier haben wir ein Trudeln. Das kann passieren bei solchen Sachen. Motorleistung weg. Die Kontrolle über das Flugzeug wiederbekommen. Das heißt, ich ziehe momentan den... Trudeln ist so eine Sache. Das machen wir nochmal. Das ist in niedriger Höhe macht man sowas normalerweise nicht. Das ist in der Regel führt Trudeln zu Tod. Also in niedriger Höhe ist Trudeln tödlich und es gibt viele Flugzeugunfälle, die das zeigen. Deswegen macht man das nicht. Das war eigentlich auch nicht beabsichtigt. Aber wir machen ja hier Bruchpiloten. Das heißt, wir probieren ein bisschen aus und wir testen das Flugzeug auf seine Fähigkeit und üben praktisch, dass eure Fähigkeiten beim Umgang mit diesem Flugzeug besser werden. Das Abstürzen im Testmodus kostet nichts, außer vielleicht ein bisschen Stolz. Und da müsst ihr durch, das müsst ihr überwinden. So, das heißt, wir machen das einfach nochmal, wenn wir ins Trudeln kommen, das heißt, wenn wir einen Strömungsabriss haben, wie wir das Flugzeug abfangen. Dieses ist ein einfaches Flugzeug. Jedes Flugzeug ist eigentlich immer dasselbe. Es sollte normalerweise immer dasselbe sein. Tatsache ist, einige Flugzeuge sind ein bisschen zickig und sind gefährlich, weil sie sich unterscheiden. Es gibt keine Anleitung zu diesem Flugzeug, wenigstens nicht hier. Und ich weiß nicht, ob die das korrekt umgesetzt haben. Wir gehen jetzt mal ein bisschen auf Sicherheitshöhe. Ich glaube, dass für dieses Flugzeug so 500, 700 Meter reicht, weil das ist nicht so schnell. So, wie sorgen wir dafür, dass wir ins Trudeln kommen? Wir hungern das Flugzeug aus, machen volles Seitenruder und dann sollte er ins Trudeln kommen. Das ist jetzt der Fall. Um das Trudeln zu verhindern, sorgen wir dafür, dass die Nase nach unten kommt. Das heißt, wir steuern nach unten und gehen erst mit, dann gegen die Drehung mit dem Seitenruder, dann fangen wir ihn ab und geben vorsichtig Stoff, um ihn abzufangen. Das war jetzt zu wenig, 700 Meter reichen nicht. Bei den meisten größeren Flugzeugen braucht man 2000 Meter unter einem. 700 Meter ist verdammt knapp, es ist möglich, ich bin sicher, und deswegen machen wir das nochmal. Das ist aber nicht einfach. Normalerweise wird sowas geübt bei 3000 Meter. Ich mache das extra ein bisschen kürzer, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, wie viel Platz wir nach unten brauchen, wenn sowas passiert, und auf wie viel Höhe wir vorsichtig fliegen müssen. Und auf welcher Höhe wir das riskieren können, solche Abstürze. Also ich habe, ich weiß nicht, ob ihr die letzten Flüge, die ich aufgezeichnet habe in den Confrontations gesehen habt. Da habe ich gesagt, oh, die Deutschen bringen sich die gesamte Zeit um. Ich bin mit ziemlicher Sicherheit, gehe ich davon aus, dass sie ins Trudeln geraten sind und nicht beherrscht haben. Erstens, das Starten haben sie nicht beherrscht und zweitens, das Trudeln abfangen haben sie nicht beherrscht. Und das ist auch gar nicht so, es ist gar nicht so einfach, wie das aussieht. Das müsst ihr üben. So, jetzt gehen wir nochmal hoch. Und sorgen dafür, dass wir eine sichere Höhe haben. Ich glaube, dass 700 Meter doch ein bisschen wenig waren für sowas. Ja, jetzt kommen wir ins Trudeln. Stoff weg. Fallen lassen. Ziehen. So, das ist jetzt noch kein Flachrudeln. Ihr dann vorsichtig Gas geben. Vorsichtig. Nicht schlagartig. Wenn ihr schlagartig Gas gebt, dann sorgt ihr dafür, dass euer Flugzeug sich wieder wegdreht. Das war sozusagen, wenn man das Trudeln frühzeitig erkennt, dann kann man das so abfangen. Wenn man erst ins Flachtrudeln kommt, wie ich das eben gezeigt habe, dann ist das teilweise ziemlich schwer
dort rauszukommen. Das ist wieder für ein bisschen, da braucht man wieder ein bisschen Erfahrung. Das müsst ihr üben. Erfahrung kriegt ihr nicht durch Theorie. Und es ist, wie gesagt, von Flugzeug zu Flugzeug unterschiedlich. Mit jedem neuen Modell müsst ihr das erneut üben. Ihr kommt nicht dran vorbei. So, ich mache mir mal ein bisschen Platz nach unten, bis wir 1000 Meter haben. Also 3000 Meter ist normal. 1000 Meter ist lebensgefährlich. Also es macht ja niemals in Wirklichkeit. So. Wir hungern die Maschine aus. Geben Seitenruder. Na, die ist aber gemütlich, die Maschine. Das ist ja toll. Das ist toll, seht ihr das? Tolle Maschine. Aber das hört bestimmt auf, wenn ich ein bisschen Querruder gebe. Jetzt kommt er bestimmt ins Trudeln. Nö. Das ist ja erstaunlich. Okay. Wir machen mal eine weitere Übung. Also erstmal, nein, wir machen das mit dem Flachtrudeln. Das hat vorhin nicht geklappt, das machen wir nochmal. So, das kann nicht sein, dass ich das Ding nicht ins Flachtrudeln kriege. Unmöglich. Trudeln. Querruder gegen die, also nicht quer, Seitenruder gegen die Drehrichtung. Nach unten. Abfangen. Und da bin ich wieder zu niedrig, wie ihr seht. Okay, höher. Aber das, ihr habt gesehen, wie das funktioniert. Ich muss höher raus. Also auch 1000 Meter ist nicht sicher. 2000 Meter ist das, was ihr eigentlich fliegen müsst. Deswegen werden die meisten Luftkämpfe auch lieber irgendwie auf ein bisschen Höhe gemacht. Oder ihr müsst eben sehr, sehr schnell sein und es vermeiden, dass ihr ins Flachtrudeln kommt. Sonst kommt, ihr habt ja keine Chance, da rauszukommen. Keine Chance. Aber wenn ihr sehr früh reagiert, so wie ich das vorhin gemacht habe, dann geht das. So, machen wir erstmal das Trudeltraining. Das könnt ihr auf Wikipedia nachschlagen. Trudeln, da steht dann auch eine Anleitung drin, wie das offiziell geht. Das heißt, man nimmt die Motorleistung weg, man drückt das Höhenruder nach unten, das heißt, so dass man die Nase nach unten bringt von dem Flugzeug. Dann setzt man das Seitenruder gegen die Drehung. Manchmal muss man, wenn man die Nase runterbekommen will, das Seitenruder mit der Drehung setzen. Das müsst ihr ausprobieren von Flugzeug zu Flugzeug. Sonst kriegt ihr die Nase nicht runter. Dann praktisch, sobald die Nase unten ist, Seitenruder gegen die Drehung, bis die Drehung vorbei ist. Wenn die Drehung vorbei ist, vorsichtig Höhenruder geben und gleichzeitig den Motor anmachen. Und und aus diesem Abtauchen die Maschine rausziehen. Ich habe jetzt einen Stall gefühlt. Ich weiß nicht, ob ihr das gefühlt habt, was da passiert ist. Ich habe sofort die Motorleistung weggenommen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel hochfliegt und ihr überzieht die Maschine und sie fängt an auszubrechen zur Seite. Lasst es nicht dazu kommen, dass es zum Trudeln kommt, sondern wartet, bis sie stallt, zur Seite ausbricht. Wenn das passiert, Motorleistung weg, das Flugzeug abkippen lassen, abfangen. Habt ihr das gesehen? Das ist sehr, sehr häufig. Wenn ihr im Luftkampf zum Beispiel ein Ziel, das über euch ist, beschießt und nach oben geht und ihr passt nicht auf eure Geschwindigkeit auf. Achtet mal drauf. Die Geschwindigkeit geht runter, 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 runter. Gleich gibt es den Strömungsabriss. Ich kann nicht mehr halten. Sofort Motorleistung weg. Warten, bis die Nase runter geht. Geschwindigkeit aufbaut. Jetzt Motor geben. Ihr verliert dabei natürlich Höhe. So kriegt ihr euer Flugzeug wieder unter Kontrolle. Wichtige Sache. Wie gesagt, das Präzisionsfliegen militärischerweise, das üben wir nochmal und zwar jetzt. Und das könnt ihr ebenfalls machen. Ich ermutige euch, hier oder auf dem russischen Platz oder welche Maschine auch immer ihr fliegen mag,
zu fliegen, Tests zu fliegen, bis ihr die Maschine unter Kontrolle habt, bis ihr merkt, wie stark ihr in die Kurve gehen könnt. Zum Beispiel ein Hammerhead. Ein Hammerhead ist, ihr geht nach oben und wenn er oben ist, lasst ihn abkippen. Und das ist im Prinzip wie ein Hai-Jojo, bloß dass ihr nicht nach schräg oben geht, sondern ihr geht gerade nach oben. Das, einige Leute bezeichnen das Ding auch als Immelmann. Das ist aber, ich weiß nicht, also ich glaube, dass die, die meisten deutschen Piloten, die ich kenne, nennen das den Immelmann. Das heißt, dass man nach oben geht. Ja, die amerikanischen nennen das anders. So, man geht wirklich gerade nach oben. Bis er ausgehungert ist, lässt ihn dann über das Seitenruder abfallen. Ab Seitenruder rum, lässt ihn runterfallen. Man fällt in denselben Weg zurück, aus dem man hochgekommen ist. Und man fliegt sozusagen einen kleinen Augenblick rückwärts. Genau genommen. In der Luft. Das heißt, das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, schnell die Flugrichtung zu ändern. Und natürlich eine Flugrichtungsänderung, die ihr irgendwie sicherlich kennt, die ich aber irgendwie relativ selten anwende, ist im Kampf natürlich der gute alte Looping. Das übt ihr auch. Hoch, Motorleistung weg. Fallen lassen. Warum Motorleistung weg? Damit ihr nicht in den Boden gezogen werdet von eurem Motor, sondern damit ihr wieder da rauskommt, wo ihr angefangen habt. Wir haben jetzt eine Höhe von 300 Metern, 300 Kicks. Wir machen das nochmal. Und gucken wir, ob wir das ungefähr schaffen oder ob wir wie viel wir verlieren. Das ist auch eine wichtige Sache. Hoch, rüber, Querruder so ausgleichen, dass das einigermaßen gerade geht. Gehen wir runter und wir sind bei 300 Meter wieder. Seht ihr? Jetzt, also habe ich jetzt ein bisschen geschwänzt, ich habe ihn ein bisschen fallen lassen. So, das ist, zum Beispiel übt ihr, dass ihr irgendwie in derselben Höhe das macht. Das könnt ihr natürlich üben. All überall. Ich empfehle euch, den Bodenflug zu üben. Den Konturflug. Oder einfach nur Präzision zu üben, indem ihr ganz dicht am Boden fliegt. Das ist eine Sache, die ich sehr, sehr ans Herz lege. Das ist eine Sache, die ungemein eure Flugfähigkeit, eure Koordination und eure Coolness beim Fliegen schult. Und es gibt einfach in der im Kampf immer und immer und immer wieder Situationen, wo ihr jemanden an euch dran habt und ihr ihn nur loswerden könnt, wenn ihr haarscharfe Kurven über Wasser fliegt oder über das wird jetzt schwierig. Den habe ich nicht kommen sehen, aber den wollen wir mitnehmen, ne? Ah, okay. Üben. So, das machen wir deswegen gleich nochmal. Also eine Brücke nach der anderen. Also wirklich, wenn ihr sowas fliegt, 10 Brücken sollte kein Problem sein. In diesem Fall war das jetzt ein bisschen, ich war auf die Brücke nicht vorbereitet. Wollen wir mal sehen, ob es das beim zweiten Mal passiert. Das ist keine Schande dabei, einen Fehler zu machen. Sowas passiert. Aber es sollte nicht jedes Mal passieren, weil das ist so häufig, dass ihr zum Beispiel keine Munition habt oder ihr seid in irgendeiner Weise zusammengeschossen. Könnt nicht mehr kämpfen, ihr habt einen Gegner an euch dran und ihr müsst nach Hause kommen und könnt es nicht riskieren, dass ihr in der Luft fliegt und er euch leicht erwischt. Also fliegt ihr Kontur. Ihr fliegt wirklich am Boden. Und das kriegt ihr nur hin, indem ihr das ordentlich übt. Und das auch wirklich macht und fühlt, wie das ist, wenn man dicht am Boden fliegt und die Geschwindigkeit fühlt. Und auch fühlt, wie breit euer Flugzeug ist, was ihr machen könnt, was ihr nicht machen könnt, wo ihr durchpasst, wo ihr nicht durchpasst. Und eben dieses Messerfliegen, das ist auch eine wichtige Sache, dass ihr es lernt. Und dass ihr ein Gefühl dafür kriegt, wo das Flugzeug zu Ende ist und wo nicht. Das ist eben für euch ein Fahrzeug, das ihr wirklich beherrschen müsst. Und ihr müsst runter auf, bis die Flügelspitzen den Boden berühren. Und kein Stück mehr.
So, und das übt ihr. Ihr übt das mit jeder Maschine, die ihr neu bekommt. Ihr übt das nicht nur mit dem Doppeldecker. Ihr übt das mit der Spitfire, mit der Hurricane, mit der Messerschmitt 109, mit der Blenheim, mit der Heinkel 111. Es ist mir völlig egal. Jedes Flugzeug, das hier fliegt. Mit dem Düsenjäger. Jedes Flugzeug müsst ihr so beherrschen, dass ihr es, dass ihr Präzision fliegen könnt, dass ihr es genau, dass ihr genau seht, wo ist es an, wo ist es zu Ende, wie tief könnt ihr gehen, wie ist die Geschwindigkeit, wie müsst ihr es kontrollieren, damit ihr die Geschwindigkeit in der Kontrolle behaltet, wie könnt ihr unter den Baumwipfeln fliegen, also zum Beispiel, wenn ihr nicht gesehen werden dürft. Was ich häufig gemacht habe, ist mit Bombern wirklich den Boden zu küssen und die statt den Angriff in 3000 Metern zu fliegen, den Angriff in Tälern, Flussniederungen und sonst was zu fliegen, wo man einfach wirklich nicht gesehen wird. Das funktioniert. Und wenn man das macht, lernt man eben auch eine Kurve zu fliegen und dabei auf die Höhe zu achten, während man sie fliegt. Das kann man aber nur üben, wenn man sie auch wirklich in Bodennähe fliegt und ganz hart, nicht irgendwie abstrakte Zahlen von wegen, ich habe diese oder jene Höhe, sondern ganz, ganz krass, ganz konkret, oh, hier ist er zu Ende. Was hatten wir gesagt? Wir wollen mal sehen, ob wir den Hammerhead hinkriegen. Naja, geht so. Das geht besser. So, und dann könnt ihr zum Beispiel hier im Rhein-Ruhr-Gebiet einfach mal eine Seentour machen und sehen, dass ihr schön die Ruhr entlang fliegt und es gibt auch irgendwie einige schöne Weindörfer in der Nähe oder in dem Fall vielleicht irgendwie ja, Tourismus. Und wir bleiben so dicht, dass wir eine Angel rauswerfen können und fischen. Das geht auch wunderbar. Wir nehmen jede verdammte Brücke mit und wenn ich sage jede verdammte Brücke, dann meine ich jede verdammte Brücke. Das ist eine gute Übung. Ihr trainiert präzises Fliegen. Ihr trainiert das Flugzeug unter Kontrolle zu halten. Genauso, das ist die Vorbedingung, um zum Beispiel Formation zu fliegen. Dass ihr überhaupt wisst, wie ihr die Maschine unter Kontrolle haltet. So, ich fliege irgendwie in die falsche Richtung, ne? Ja, ich sehe, dass ich in die falsche Richtung fliege. Dann wollen wir mal. So. Also, verschiedene Flugzeuge reagieren verschieden auf die Kurzflugmanöver. Es gibt Maschinen, die das besser können und Maschinen, die das schlechter können. Das muss also nicht an euch liegen, dass ihr wenn ihr Probleme habt, das kann auch zum Teil an der Maschine liegen, aber gebt nicht die Schuld der Maschine. Sucht die Schuld erst bei euch und versucht die Maschine so zu fliegen, dass ihr das hinkriegt. Wie gesagt, versucht es ruhig mit den Maschinen, die es können, Rückenflug zu üben und diesen Rückenflug so zu halten, dass sie dann auch stabil bleiben, nicht absacken, die Nase oben behalten. Und macht diesen Rückenflug ruhig so, dass ihr ihn über die Ruhr laufen lasst, zum Beispiel unter Brücken hindurch. Und ich glaube nicht, dass ihr das mit der CE, mit der Heinkel 51 hinkriegt, weil der Motor sofort absäuft, wenn man die Maschine auf den Rücken dreht. Und das ist für Präzision sehr unangenehm, das ist nicht so gut. Und das ist noch nicht mal besonders tief, was ich fliege. Ich fliege hier irgendwie immer noch 8 Meter. Da ist noch Luft nach unten. Ich habe keine 8 Meter Spannweite. Die Spannweite von diesen Dingern ist vielleicht 4 Meter.
Und wenn ihr richtig schön tief seid, dann hört ihr auch so ein Zischen. Wenn ihr mal genau hinhört, hört ihr so ein Zischen. Und das heißt, dass ihr im Bodeneffekt fliegt. Das ist irgendwie auch Spritsparen, ehrlich gesagt. Ihr fliegt Wälder, Alleen, Straßen, Städte, Straßenschluchten in Städten. Das probiert ihr alles. Das übt ihr. Solange bis ihr euer Flugzeug mindestens 100 Mal geschrottet habt und das gelernt habt zu kontrollieren und gelernt habt, das zu beherrschen. Das ist eine Sache, die an einer Simulation wunderbar ist, die man in einer Simulation super lernen kann. Und in Wirklichkeit kann man das so nicht. Ich glaube, hier kommen noch ein paar schwierigere Brücken. Also fliegt ruhig diese Ruhrstrecke. Ich fliege sie jetzt gerade mal mit euch, damit ihr sie kennenlernt. Orientiert euch. Das ist wie eine Rennstrecke. Ihr könnt auch meinetwegen auf Zeit fliegen und versuchen, euch selbst zu schlagen oder andere zu schlagen. Immer ganz ruhig bleiben. Gut ausgetrimmte Maschine ist Voraussetzung dafür. Es gibt wesentlich schwierigere Strecken, die ihr fliegen könnt. Das ist keine Profistrecke, was ich fliege. Das ist kein Profikram. Das ist Anfängerkram, was ich hier mache. Das müsst ihr als Anfänger beherrschen. Im Simulationsmodus. Nicht irgendwie mit Maus und sowas, das ist, ich habe vorhin Arcade geflogen, weil die haben hier irgendwie so ein Event gehabt, irgendwie fährst du Straße der Tapferen oder sowas, oder Road of the Brave, das war Arcade, und ich bin das erste Mal in meinem Leben Arcade geflogen in War Thunder, und ich sag euch, das ist Spielkram. Das war witzig, das Event, aber fliegen ist das nicht. Ich glaube, gleich kommt so eine schöne Zickzack-Kurve, ne? So, und wenn ihr das alles gemacht habt, wenn ihr hier durch sind, ich mache jetzt noch zwei Brücken. Und dann breche ich das erstmal ab. Kommen nochmal zwei Brücken, ne? Ihr könnt das ganz entspannt machen. Ich kann dabei auch reden. So, ich kann euch das erzählen. Ich kann euch erzählen, wie Fliegen ist oder sowas. Ich bin nicht angespannt dabei. Und ich bin niemand, der diese Maschine jetzt hier ewig geflogen hat. Die C-51 habe ich nur für euch geflogen. Ich habe sie noch nie geflogen vorher. Naja, gut, ich habe sie schon geflogen, aber noch nie richtig. Ihr lernt, wenn ihr dieses Ding hier fliegt, eure Kurven zu bemessen. Und die Nase in der richtigen Höhe zu halten. Dass ihr unten bleibt, dass ihr nicht nach oben wegsteigt. Praktisch wie Autofahren, dass das völlig automatisch läuft irgendwann. Dass ihr nicht nachdenken müsst über das, was ihr tut. Seitenruder nutzen, um die Maschine notfalls irgendwie ein bisschen quer zu stellen.
aber die Kurven durch Schräglage einleiten und Höhenruder kontrollieren. Seitenruder nur nutzen, um zum Beispiel die Höhe der Nase zu bestimmen in der Kurve. Höher zu ziehen, niedriger zu ziehen. Versucht energiefarben zu fliegen. Also dreht hier nicht auf voll Speed, sondern versucht so zu fliegen, dass ihr keine Energie verbraucht dabei. Dass das Gleiten ist. Dass das sich ganz leicht anfühlt. Dass mit minimalen Bewegungen diese ganze Geschichte steuert. Und je weiter die Ruhe raufkommt, desto enger und zackiger werden diese Strecke, diese Rennstrecke, die hier fliegt. Und da haben wir die berühmte Brücke. Wo alle sagen, das geht nicht, da kannst du nicht durchfliegen. Und ich sage, natürlich kann man da durchfliegen. Ja, kann man. Okay. Ich hatte eigentlich geplant, die linke zu nehmen, aber ich bin dann in der rechten gelandet. Na gut. Also, wie ihr seht, ich mache auch Fehler. So, weil das, was ich mache, ist fürs wirkliche Leben absolut selbstmörderisch. Kein Mensch macht das im wirklichen Leben, was wir hier machen. Kein Mensch. Natürlich dieses Bodenlangfliegen, das vielleicht schon, aber auch das, ich glaube nicht, dass im wirklichen Leben das über lange Zeit gemacht wird. Militärische Flieger machen teilweise ziemlich verrückte Sachen. Wenn ich mir irgendwie angucke, wie die Bundeswehrpiloten mit der Bell UH-1D damals umgegangen sind, das war schon Konturflug mit dem Ding zu machen, war schon ein ziemlicher Hammer. Die sind irgendwie wirklich auf Bodenniveau geflogen mit voller Geschwindigkeit. Das war sehr kontrolliert. Mit Hammerheads in der Luft, also praktisch aus diesen Baumniederungen, also hier aus diesen Baumschneisen, sind sie rausgeflogen, haben oben Hammerhead mit dem Hubschrauber geflogen, haben sich zurückfallen lassen in dieselbe Schneise und dann ging es weiter. Das war schon eindrucksvoll. Also das ist, wenn man das in Wirklichkeit mal erlebt hat, das ist schon toll. Und das selbst fliegen zu lernen ist eigentlich, ja, das muss gemacht werden. So, jetzt wollen wir uns mal angucken, wir sind hier irgendwie praktisch mit der Strecke am Ende. Und, oder fast am Ende. Und jetzt gehen wir nochmal und fliegen noch ein bisschen über Land. Ich lasse euch das einfach mal irgendwie ein bisschen sehen und dass ich eben nicht besonders häufig crashe. Also ich mache das, ich denke, dass das schon irgendwo auffällt, dass ich weiß, was ich tue. Und ich halte mich nicht für einen brillanten, tollen Piloten. Ich halte das, was ich hier tue, halte ich für normal. Das ist das, was jeder Pilot, jeder Kampfpilot lernen muss. Das ist nichts Besonderes. Das ist Handwerk. Nicht mehr und nicht weniger. So, ich weiß noch nicht mal, wo es lang geht. Ist mir auch egal. Ich fliege einfach so lange es geht. Kurz hoch, mich orientieren. Wo geht's wieder runter? Und jetzt ratet mal, was passiert. Ich habe in jedem Spiel, in jeder Confrontation, habe ich irgendwie 3 oder 4 Manöverkills. Warum? Weil ich solche Sachen mache. Und weil die anderen Leute versuchen, hinterher zu kommen oder sie trauen sich nicht, irgendwas zu fliegen. Weil sie es nie gemacht haben. Sie haben es nie geübt. Und sie haben keine Kontrolle über Flugzeuge. Sie wissen nicht, wie groß das Flugzeug ist. Sie wissen nicht, ob sie durch Lücken durchpassen oder nicht. Weil sie es nie versucht haben. Ja, sie haben es niemals versucht, durch eine Lücke durchzufliegen. Und das sage ich mir irgendwie einfach immer, irgendwie, warum? Das macht so einen Spaß. Ja, und ich meine, es kostet hier nichts. Und ja, Messer. Messerflug. Das heißt, ihr stellt das, ich mache das nochmal. Ihr stellt das Flugzeug an, Seitenruder nach oben, damit ihr sozusagen die Höhe haltet. Für einen Moment. Ihr könnt das natürlich nicht lange halten, diesen Messerflug. Ja, auf der anderen Seite genauso. Messerflug. So, und jetzt verfolgt diese Maschine mal, die so vor euch wegfliegt. Macht das. Versucht da noch einen Schuss drauf zu geben. Das ist verdammt schwer. Ihr habt schon irgendwie als normale Piloten, der normale Durchschnittspilot, hat schon so viele Probleme, dass er dabei irgendwie selbst nicht verunglückt,
dass er keinen Schuss mehr abgeben kann auf euch. Und plötzlich hast du irgendwie eine Meldung, sowieso ist abgestürzt. Und dann sage ich, oh, die Deutschen bringen sich alle um. Warum sage ich das? Weil ich sowas mache. Ich halte das für normal, was ich hier mache. Und das ist normal. Das ist nichts Besonderes. Jeder gute Pilot, den ich gesehen habe, kann das. Jeder. Und es passiert auch nichts. Also klar, irgendwann passiert mir was. Das ist ganz, ganz klar, da ist ein gewisses Risiko dabei. Aber guck mal da vorne. Da sind, da bin ich letztes Mal bei der Confrontation 1, bin ich verfolgt worden. Was habe ich gemacht? Ich bin durch die Schornsteine durchgeflogen. Das ist eine tolle Übung, die Schornsteine durchfliegen. Slalom fliegen zwischen den Schornsteinen. Großartige Übung. Macht das. Habt Spaß damit. Habt Spaß am Fliegen. Geht nicht nur raus und denkt, dass ihr die Könige seid, wenn ihr irgendwelche Leute abschießt. Ihr müsst das Flugzeug beherrschen, das ihr fliegt. Ja? Ihr müsst es beherrschen. Ihr müsst irgendwie anfangen, damit virtuos umgehen zu können. Oder zumindest wissen, was ihr tut. Ja? Dass ihr sagt, okay, da sind jetzt irgendwie überall Schornsteine. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was mache ich denn? Ja, was mache ich? Ich nutze die Plätze, die ich habe. Ja? Ich lenke da durch. Ich weiß, wie dick mein Flugzeug ist. Ich habe das gelernt. Und wenn ich irgendwie zu hoch bin, komme ich wieder runter. Ja? Und zirkel im Kreis. Und sorge dafür, dass ich nicht abstürze, indem ich irgendwie überziehe oder so etwas. Das übt ihr. So, es ist keine Schande, ab und zu mal abzustürzen, wenn ihr sowas macht. Es ist keine Schande. Es ist aber eine Schande, es nicht zu probieren. Und diesen Spaß nicht zu haben dabei. Und nur so werdet ihr zu Piloten. Dann gucken wir mal, ob hier irgendwelche Prachtalleen sind in dieser schönen deutschen Stadt. Die wir uns irgendwie angucken können. Ob wir hier irgendwo eine Straße haben, wo wir irgendwie rumfliegen können und uns ein bisschen die Stadt ansehen. Guck mal, ich glaube, ich habe da unten eine hübsche Frau gesehen im Fenster. Ja, ich glaube, die hat da gewunken. Bin ziemlich sicher. Guck mal, da ist eine Straße. Eine kleine Allee. Ach, die sind alle ziemlich, also in Stalingrad ist das irgendwie straßenbreiter, das kann ich schon mal sagen. Aber fliegt, fliegt, holt aus der Maschine was raus. Und das ist irgendwie das, ist das Erste, was ihr können müsst. Ihr müsst als allererstes, müsst ihr das Flugzeug selbst beherrschen, bevor ihr hingehen könnt und sagen, ich bin der König der Welt, ich bin der beste Pilot sowieso. Guck mal, all die Abschüsse, die ich gemacht habe im Realismus-Modus oder im Arcade-Modus, das zählt nichts. Es zählt nichts. Es zählt nichts. Das Einzige, was zählt, ist, dass ihr lernt, das Flugzeug zu beherrschen und solche Sachen zu machen. So lange, bis ihr drauf geht und dann macht ihr es nochmal und nochmal und nochmal. Stundenlang. Dasselbe macht ihr mit der Blenheim. Mit dem Bomber. Das macht ihr mit dem Doppeldecker. Das macht ihr mit der Spitfire. Das macht ihr mit der Messerschmitt. Das macht ihr mit der P39. Das macht ihr mit der Ishak. Das macht ihr mit der Yak. Mit der Lack. Egal, was ihr fliegt. Mit jeder einzelnen Maschine. Und nur so wird das, nur so, so werdet ihr zu Piloten. Anders wird das nichts. Und ich denke, dass es irgendwie genug ist für diese Lektion. Fliegen lernen. Und das kann ich euch nicht abnehmen. Das müsst ihr selbst machen. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal.